Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja. Wir sind immer noch hier oben in der Schlangenkrone. Die Messingzitadelle haben wir noch gar nicht freigeschalten. Wie gesagt, den Schlund, den meiden wir erstmal, bis wir alles andere abgeklappert haben. Also es wird wahrscheinlich noch eine Weile in dieser Stadt bleiben. Also wir. In Nekataka, das ist auch ziemlich klar. Nekataka ist ziemlich groß, ist ja auch wohl die wieder mal die Hauptstadt des Spiels. Also des Todesfeuerarchipels und des zweiten Teils. Wir haben ja auch damals in Trutzbucht im ersten Teil verdammt lange Zeit verbracht, weil es gab sehr viel zu entdecken, zu erkunden. Was ich aber nicht unbedingt schlecht finden muss. War ja allgemein immer in solchen Spielen so. Ja, neue Schiffe irgendwann mal. Neuer Rumpf und so. Menagerie, Quartier des Kapitäns. Ja, das muss ich irgendwann mal ausprobieren, wie das funktioniert. Bessere Segel, bessere Rümpfe. Arkane Laterne, Reisegeschwindigkeit, okay. Ja, das sind halt alles so Sachen fürs Schiff. Also wir haben ja hier die drei, Sch die ganzen Schiffsausbauten hier. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle. Mich interessiert halt wirklich, Bittler Wifford. Mich interessiert halt wirklich dieses Schiffssystem, was sie hier eingebaut haben. Zum Beispiel frage ich mich auch, ob wir irgendwann mal bessere eine Fahne kriegen, die uns was bringt. Ja, hier sind halt die Einzelteile, also das Schiffsrad, die Laterne und der Anker, die wir austauschen können gegen bessere Sachen, wenn wir welche haben. Und hier kann ich Seeleute rausschmeißen, okay. Ja, gut. Ja. Machen wir jetzt erstmal weiter. Ich habe jetzt schon wieder 2 Minuten verschwendet. Wir waren letztes Mal in das Anwesen von Muhai eingedrungen. Mal wieder ganz ohne What can I do? vorher zu klopfen oder zu Absolutely. fragen. Und ja, scheinbar ist das sogar gut, weil man hat sie hier vergessen. Inklusive ihrem Hund. No one had checked up on her, I guess. Niemand scheint sich um sie Sorgen gemacht zu haben. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe Evie eingesackt. Ein neuer Hund. Der fällt hier drunter. Ich finde es immer noch blöd, dass man nicht nach Gegenstandstyp sortieren kann. Aber hier nach Verzauberungswert hilft es schon mal. Oder kann ich nach. Nein, nach neuester Gegenstand bringt nichts. Ah ja, gut. Nach Preis wird es ungefähr nach Gegenstandstyp sortiert. Irgendwann müssen wir mal gucken, dass wir diese beiden Waffen, die wir hier noch rumliegen haben, wieder zusammenflicken. Aber jetzt mal nach Eevee gucken. Plus 2 Entschlossenheit gegen Resistenz gegen Verängstigtwirkung und Begleiter. Verängstigtwirkungsdauer. Die Entschlossenheit ist gar nicht mal so schlecht. Ja, machen wir mal ihn rein, also den Hund. Of course. Öl der Verlockung, ein paar andere Sachen, die verkauft werden können. Mohais Gebeine, der leblose Körper einer Huana-Frau, geborgen aus einem Anwesen in Schlangenkrone. Ja, das ist jetzt ein Questgegenstand, den wir mit uns rumschleppen. Have you found it? Ikira, I hope I have not rotted away. Hast du die Leiche gefunden, Ikira? Ich hoffe nur, ich bin noch nicht vollständig verwest.
Ich habe eine Leiche im Bett gefunden. Ich nehme an, es ist deine. Yes. To think, a Mutaru of the Kahunga tribe left to die alone and forgotten. Unthinkable. Ja, alleine der Gedanke, ein Mataru des Kahanga-Stamms allein dem Tod überlassen und vergessen, das ist undenkbar. Ich werde das wieder in Ordnung bringen, ich verspreche es. Es sollte nicht so schwer sein, die Begräbnisriten zu organisieren. Niemand verdient es so zu enden, ich werde es wieder in Ordnung bringen. Schweigen. Ich nehme an, du warst nicht sehr beliebt. Nehmen wir mal die zwei. No, not so difficult, now that you are here to carry my body. Nein, so schwer wird das nicht. Jetzt bist du ja hier, um meine Leiche zu tragen. Take my body to the Temple of Magrin in the Sacred Stair. There is a great fire there that burns eternally. Bringe meine Leiche zum Tempel von Magrin auf den heiligen Stufen. Dort brennt ein mächtiges, ewiges Feuer. Burn my body there, so that it may be dedicated to Magrin in death. I cannot pass from this life until all is in order. Verbrenne meine Leiche hier, damit ich im Tod Magrin gewidmet sein kann. Ich kann dieses Leben erst verlassen, wenn alles in Ordnung gebracht wurde. Meinetwegen, ich werde deinen letzten Wunsch erfüllen. Bist du sicher, dass du das ist, was du willst? So funktioniert das nicht. Du musst die Adra-Adern finden und dann wirst du frei sein und dem Rat überlassen werden. Warum sollte mich das kümmern? Und wie bitte soll es mir gelingen, eine Leiche zum Tempel hinunterzutragen, ohne dass andere etwas davon bemerken? Akira, wrap it in a sheet, if you are worried. Magrin places such obstacles before us, so that we may overcome them. Akira, schlinge einfach einen Laken um die Leiche, wenn du dir darum solche Sorgen machst. Das fällt ja gar nicht auf. Magrin legt uns nur deshalb Hindernisse in den Weg, damit wir sie überwinden können. To the temple. Lead on, my friend. Geh zum Tempel, übernimm die Führung, mein Freund. Ja, ihre Gebeine einäschern. Sonst gibt es hier ja nichts, das haben wir alles angeguckt. Verschiedene unfertige Briefe liegen auf dem Schreibtisch verstreut. Du siehst Fragmente einer langatmigen... Kann ich nicht anklicken? Entschuldigung, die größtenteils von verschütteter Tinte verdeckt wird. Jede Insel in diesem Miniaturmodell wurde sorgfältig geformt und mit gebogenen Ringen versehen, die auf die Höhe hinweisen sollen. Ah. Gut, also wir waren hier drin. So. Okay. Übersichtskarte sagt, wir haben noch den. I don't know how you and the Watchers sleep, carrying all those souls around. Some nights it's the lantern that lulls me to sleep. It pulses like a heart in my hand. If you find that comforting, then I'm glad for you. Ah, Alof und Xoti. Ich weiß nicht, wie du und der Wächter schlafen könnt mit all den Seelen, die ihr herumtragt. In manchen Nächten ist es die Laterne, die mich in den Schlaf wiegt. Sie pulsiert wie ein Herzschlag in meiner Hand. Wenn dir das gut tut, dann freue ich mich für dich. Okay. Ja. Mit mir als Wächter hat man es halt nicht einfach. Oh, die ist gar nicht da, weil es dunkel ist. Okay, wir können warten. Warten wir mal bis zur Morgendämmerung hier. Dann können wir das nämlich auch mal ausprobieren. Minus 10 Medizin. Okay, wir haben noch nicht lang genug gewartet. Warten wir mal noch. 4 Stunden. Genau, jetzt ist sie da. Und auch eine wohlhabende Frau sitzt hier.
Schlangenkrone-Wache, Mataru-Krieger. Mhm. Und dann gucken wir mal, was das so. Ich bin sicher, ich habe den perfekten Edelstein. Ich habe den Edelstein, der perfekt zu deinen Augen passt. Sieh dich ruhig um. Na, dann zeig mal hier. Buntes Wechselspiel gibt buntes Wechselspiel. 10% Chance auf Effektion gegen Zauber. Die Farben im Höhlenstein wechseln beim Kampfbeginn und wirken dabei zufällige defensive Boni. Ah ja. Ring der endlosen Sterne. Chaotischer Edelstein. Gibt Taians Chaoskugel und Minolettas erschütternde Fluggeschosse. Ah ja. Ring des geringen Schutzes und so weiter. Auch Edelsteine, die wir kaufen könnten, theoretisch. Waffenmäßig verkaufen wir lieber bei Händlern, die das Zeug auch haben wollen. Aber wir merken uns die Händlerin mal. Händler. Nikataka. Schlangenkrone Süden. Schmuck. Händlerin. So. Gut. Und ich frage mich, ob jetzt, wo es Tag ist, die Anwesen auch geöffnet sind. Also das Anwesen ist schon mal offen. Das ist ja auch so eine Sache. In manchen Spielen sind einfach die Gebäude bei Nacht geschlossen. Oh. You must be careful when sparring. See the scratches on the wood? Das ist Takano. Er hat hier eine... Nee, das ist nur ein Ofen. Wer bist du? Was sagst du, Reisender? Ein älterer Mataru-Mann ist von jüngerem Huana umringt, anscheinend seine Schüler. Seine Kleider schimmern mit Quarzperlen und sein Parfüm verkündet seine Anwesenheit quer durch den ganzen Raum. Und doch sieht er unter seiner glanzvollen Kleidung wie ein außer Form geratener Kämpfer aus. Nicht länger benutzte Muskeln hängen schlaff und weich von seinen Armen und Speck hüllt ihn ein, wie mehrere Lagen Seide. Er sieht auf und bemerkt dich. Grüße und willkommen in meinem Heim. Er deutet auf den prachtvoll eingerichteten Raum und bläst seine breite Brust noch ein wenig mehr auf. For what do you come to my villa? Was führt dich in meine Villa? Er strahlt und breitet seine Arme weit aus. Is he going to do this every time? Hagrim würde das jedes Mal machen. Takano grinst dich weiter an und bemerkt alles Unmut gar nicht. Seele lesen. Deine Essenz schlüpft aus deinem Körper und Takanos Seele umhüllt deine wie ein warmes, öliges Ding. Während seine Ängste und Fragen in dich fließen, verändert sich deine Perspektive zu seiner. Zuerst hattest du befürchtet, dass dieser Nordzwerg womöglich vom valianischen Schuldeneintreibern geschickt worden war. Es wäre ein gemeiner Trick, deine berühmte Gastfreundschaft auf diese Weise auszunutzen, aber die Valianer sind für ihre Gerissenheit bekannt. Wenn deine Villa größer wäre, wüssten sie vielleicht, dass du ein Mann bist, der Respekt verdient hat. Zumindest hast du die Muschel. Du steckst sie nicht nur weg, um sie sicher aufzubewahren, sondern auch, weil du dich ein wenig dafür schämst. Wie kann so ein einfaches, hässliches Ding für einen Gott heilig sein? Aber es war ein Geschenk der Königin, also behältst du es. Dein Blick richtet sich auf die Wand. Ja, du musst diesen Abschnitt dort einreißen und ein großes, breites Fenster einbauen, sobald du das Geld dafür hast. Du ziehst dich aus der Chaos-Seele zurück und siehst, wie er dich mit einem milden Lächeln ansieht. Dann leb mal wohl. Okay, er hätte eine Muschel, die wir klauen könnten.
Aber ansonsten ist hier scheinbar nichts. Nee. Er ist kein Lehrer, er ist kein Händler. Ich denke mal, wenn wir die Muschel bräuchten für irgendwas, dann müssten wir nachts wiederkommen. Dieser Hai, der mitten im Sprung porträtiert ist, wurde aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt. Hm, beeindruckend. Eine breite Klinge ist hier befestigt, darunter kann man eine Gravur erkennen, für Mut im Kampf. Du siehst Risse an der Oberfläche dieses Kampfhorns, wo es sorgfältig repariert wurde. Mhm.